Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf diesem Kanal dreht sich wie immer alles rund um Modestil und bewusstes Shopping. Und diesmal geht es wieder um Outfits, die deutlich teurer aussehen, als sie in Wirklichkeit waren. Und nicht nur das, ich zeige euch auch Sachen, die wir sowohl im Sommer als auch im Herbst tragen können. Und dafür habe ich wieder einiges bei H&M bestellt. Welche Perlen ich da entdeckt habe und was eine herbe Enttäuschung war, darum geht's jetzt. Abonnier noch schnell meinen Kanal, falls du es nicht schon gemacht hast, und dann geht's auch gleich los. Im Onlineshop von H&M gibt es ja nicht nur Sachen aus der herkömmlichen Kollektion, sondern eben auch aus der Premium Selection. Darüber habe ich ja in meinem letzten H&M-Video schon ausführlicher gesprochen. Das Video ist nochmal hier oben verlinkt. Ja, und sonst kann man im Onlineshop von H&M auch Sachen von anderen Shops bestellen, zum Beispiel von And Other Stories. And Other Stories ist ein Schwesterunternehmen von H&M, kostet aber schon einiges mehr. Ob es da wirklich einen nennenswerten Qualitätsunterschied gibt und ob sich der Aufpreis lohnt, dazu kommen wir noch. Schauen wir uns jetzt erstmal ein paar Schuhe für den Herbst an, die ich in der Premium Selection von H&M bestellt habe. Das sind sie, die Chunky Loafer, die ich in der Premium Selection bestellt habe. Und ich muss sagen, die machen wirklich einen super Eindruck. Also wenn ich die bei jemandem auf der Straße gesehen hätte, hätte ich niemals gedacht, dass die von H&M sind. Das ist hier Echtleder, die Verarbeitung ist auch super. Und hier vorne erinnert die Schnalle so ein bisschen an Gucci, aber es ist ganz gut gemacht. Wer es ein bisschen dezenter mag, die Schuhe gibt es auch nochmal ohne diese Schnalle. Ich persönlich finde es eigentlich ganz schön und im Inneren sind sie auch ziemlich weich und sind bequem beim Laufen, also eine richtig gute Wahl. Genau wie dieses Kleid hier aus reiner Baumwolle. Es lässt sich ganz unterschiedlich und sehr vielseitig stylen. Im Sommer kann man es mit Sandaletten tragen und im Herbst mit Stiefeln. Wenn man die weite Passform nicht unbedingt mag, dann lässt sich das Kleid auch mit einem Gürtel figurbetonter tragen. Besonders gut gefällt mir die Stickerei an dem Kleid und die Form der Ärmel. Alle Sachen sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls mal ein Teil nicht in deiner Größe verfügbar sein sollte, speichere es trotzdem in deiner Favoritenliste ab. Denn gerade bei H&M kommt es oft vor, dass die jeweilige Größe nach ein paar Tagen wieder verfügbar ist. Auch diese blaue Bluse ist aus 100%iger Baumwolle. Sie ist sehr gut verarbeitet und sieht deutlich teurer aus, als sie in Wirklichkeit war. Diese schwarze Korthose von H&M lässt sich auch an wärmeren Tagen tragen. Hier habe ich sie zum Beispiel mit einem Shirt von Marsh kombiniert. Wenn man sie herbsttauglich stylen möchte, dann ist das hier eine Option, also mit einem weißen Baumwollhemd und einer Lederjacke. Das Hemd ist von H&M, die Jacke von Versace. So, und dann habe ich noch diese Tasche hier aus einer Art Tweed. Ich finde, die ist durchaus eine ganz gute Wahl. Also sieht deutlich hochwertiger aus, als jetzt der Preis vermuten lassen würde. Und ich habe auch eine sehr, sehr ähnliche bei Sandro gesehen, die natürlich um einiges mehr kostet. Wobei die Materialzusammensetzung bei der Sandro-Tasche und bei dieser hier durchaus sehr ähnlich ist. Also bei Sandro ist zum Beispiel der Baumwollanteil etwas höher, aber nicht wirklich nennenswert. Ich finde, für den Preis ist die durchaus sehr gut verarbeitet. Natürlich im Inneren sieht man ja natürlich schon, dass das H&M ist und nicht jetzt das feinste Material. Auch dieser Gurt ist jetzt wirklich nicht das Beste, ist halt Kunstleder. Aber das Tolle hier, man kann den Gurt hier abmachen und die Tasche einfach als Klatsch tragen oder eben einen ganz anderen Gurt, einen hochwertigeren dran machen. Auch dieser Farbmix Schwarz und Weiß ist einfach ein Klassiker, kann man sehr gut kombinieren und ich finde gerade im Herbst geradezu ideal. Die weite Korthose lässt sich aber auch durch eine Mom-Jeans ersetzen. Diese hier habe ich auch von H&M. Solche hoch- und schmaler geschnittenen Hosen lassen einen größer und schlanker wirken. Mehr Tipps zu dem Thema findest du übrigens auch nochmal in dem Video, das hier oben rechts verlinkt ist. Für einen legereren Look lassen sich die Pumps durch die Chunky Loafer ersetzen und mit ein paar weißen Socken entsteht ein Look im Preppy-Style.
Ziemlich enttäuscht war ich von diesem Kleid hier. Ich hatte erwartet, dass man es sowohl im Sommer als auch im Herbst tragen kann, aber es ist wirklich sehr dünn und erinnert sehr stark an eine Strandtunika. Falls du noch in den Sommerurlaub willst, wäre das vielleicht noch eine Option. Zu Beginn hatte ich ja erwähnt, dass ich nicht nur Sachen von H&M, sondern auch bei And Other Stories bestellt habe, aber eben über den H&M Online-Shop. Und zwar habe ich dieses gestreifte Shirt mitbestellt. Auch das ist aus reiner Baumwolle, fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an und ist sehr gut verarbeitet. Auch dieses Shirt ist quasi ein Universaltalent, denn es lässt sich sowohl an Sommertagen als auch im Herbst tragen. Wenn nicht gerade Sale ist, dann sind die Preise bei And Other Stories schon deutlich höher als bei H&M. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich das komplette Sortiment anschaut, dann ist die Qualität bei And Other Stories schon höher als bei H&M. Es gibt dort einfach viel mehr Teile aus Baumwolle, zum Teil Bio-Baumwolle, einfach aus natürlicheren Materialien. Die Verarbeitung ist auch immer ordentlich. Bei H&M ist das nicht immer der Fall. Aber wenn man sich die Mühe und die Zeit nimmt, kann man durchaus eben auch bei H&M einige Perlen finden. Andersherum gibt es bei teureren Shops auch manchmal die besseren Schnäppchen. Diese Seidenbluse hier beispielsweise habe ich bei And Other Stories bestellt und sie im Sale ergattert und somit war sie unterm Strich deutlich günstiger als die Seidenblusen bei H&M. Wenn man also in erster Linie auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus ist, dann sollte man überall schauen und überall die Fühler ausstrecken und sich nicht nur auf einen Shop einschießen, weil man denkt, dass es da ja immer die günstigeren Teile gibt. Besonders günstig war aber auch mein absoluter Favorit dieser Bestellung, und zwar dieses Bouclé-Kleid von H&M. Das habe ich kombiniert mit der Seidenbluse von And Other Stories, dazu ein Designergürtel und ein paar Stiefel. So kann man das Kleid eben auch an kälteren Tagen tragen, aber es funktioniert natürlich auch genauso im Sommer. Dafür ersetzt man einfach die Stiefel durch Pumps oder Sandaletten und schon bekommt man einen edlen Sommerlook. Mehr Style-Inspirationen und Outfits von H&M gibt's übrigens auch nochmal in diesem Video hier. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns schon ganz bald wiedersehen. Bis dahin, mach's gut!